Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich endlich mal das Gelesen-Update für den April und den Mai. Ich lege die 2 Monate jetzt zusammen, da ich im April es leider vergessen habe und ich es dann nicht mehr in Mitte des Mai hochladen wollte. Aber ja, ich lege die Monate jetzt zusammen und ich hoffe, das ist okay für euch. Für den Juni wird dann aber wieder ein einzelnes kommen. Und ja, da es dieses Mal ja 2 Monate sind, habe ich wirklich einiges gelesen. Und ich würde sagen, ich fange auch gleich mal an. Als erstes fange ich an mit Tokyopop, da habe ich wirklich am meisten gelesen. Als erstes hätte ich dort einmal die Rothaarige Schneeprinzessin Band 1. Ich habe ihn wirklich endlich gelesen. Ich glaube, der Manga lag jetzt ein halbes Jahr in meinem Schrank rum. Und ja, ich finde die Geschichte sehr schön, obwohl ich sagen muss, man braucht wirklich lange für einen Manga, was ich aber auch gut finde. Deswegen habe ich da auch erst den ersten gelesen. Ich habe ihn schon bis zum dritten. Und ja, ich finde die Story toll und ich mag ja so mittelalterliches oder so Prinzessinnen-Prinzenmäßiges. Finde ich immer ganz toll. Und ja, ich werde mir die Reihe wahrscheinlich fertig kaufen, aber nur so langsam, weil die ja schon, ich glaube, jetzt 14 Bände hat. Und das ist halt dann schon recht viel und deswegen werde ich das so nebenbei mal kaufen. Mal so ein Band, einen Band im Monat. Dann mache ich weiter mit einem Yaoi, den ich gelesen habe. Und zwar wäre das Black Sun im Band 1 und 2. Dazu habe ich ja schon was in meinem Monatsupdate gesagt. Storytechnisch finde ich den ganz okay. Aber es gibt so Stellen in ihm, die sind einfach nichts. Und deswegen würde ich diesen Manga auch nicht weiterempfehlen, weil einfach es Stellen gibt, die ich einfach nicht gut finde, nicht umgesetzt und die das Ganze so ein bisschen zerstören. Das Ganze ist Kategorie Boys Love ab 18 und kostet 6,95 und kriegt von mir keine Weiterempfehlung. Hat zwar Farbseiten und alles. Und ja, wenn denn jemand diesen Manga kennt, und dann schreibt mir mal eure Meinung zu dem unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, wie andere Leute den Manga fanden. Dann mache ich weiter mit einem Manga, den ich schon im April gelesen habe. Und so wäre das Romantica Clock Band 8. Ist ja bisher auf dem aktuellen Stand der Reihe. Und ja, ich finde ihn wunderschön. Und ja, zu Romantica Clock kann ich einfach nur sagen, ich liebe die Story. Ich finde ihn sogar besser als jetzt Sugar Solidar oder andere Reihen, weil er irgendwie etwas hat, was ich einfach total süß finde. Obwohl ich auch sagen muss, zurzeit lese ich nicht so gern Romanze und auch nicht so gerne I Love Shoujo, weil es eigentlich immer um das Gleiche geht. Und auch in diesem geht es eigentlich immer um das Gleiche wie in vielen anderen. Aber irgendwie hat er etwas, was mir wirklich total gut gefällt. Und deswegen, ich empfehle ihn jedem, der Romanze mag und I Love Shoujo. Das ist und einen Anime total süßen Zeichenstil bevorzugt. Denn das Ganze ist Kategorie Romanze ab 13, kostet 6,50. Ich glaube, dass diesen Monat sogar der 9. erscheinen soll, also im Juni. Und dann mache ich weiter mit Sugar Solidar. So, Band 10 ist damit auch abgeschlossen. Sugar Solidar war eine traumhafte Reihe, obwohl ich meiner Meinung nach sagen könnte, dass sich die letzten 2 Bände sparen hätten können. Das klingt vielleicht wirklich hart, aber so für mich war das Ganze irgendwie schon ab dem 8. so ein bisschen beendet. Und das Ganze, was danach kam, war dann schon süß und ich habe mich auch gefreut, dass noch was kam. Aber irgendwie hätte man das Ganze auch mit dem 8. beenden können, obwohl ich diesen Teil mit seiner Mutter auch gut fand. Aber irgendwie fand ich ihn dann nicht perfekt. Das Ende war dann doch okay. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, aber ich bin zufrieden mit der Reihe. Ich finde sie immer noch gut und ist einer meiner Lieblings-I Love Shoujo-Reihen. Und das Ganze ist Kategorie Romanze ab 13 und kostet 6,50. Hat auch wieder 2 Farbseiten, die kann ich jetzt aber leider nicht zeigen, weil ich das Ganze schon in Hüllen gepackt habe. Dann mache ich weiter mit Tokyopop, dort habe ich dann auch nochmal gelesen Love Stage Band 6. Der hat mir unglaublich gut gefallen, hat auch eine Farbseite, die kann ich aber leider nicht zeigen. Das Ganze ist Kategorie Boys Love ab 15, kostet 6,95. Und ja, der Band hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Love Stage allgemein unglaublich gerne und ja, ich bin so traurig, dass man wahrscheinlich wieder ein Jahr jetzt warten muss auf die nächsten. Und ja, es geht halt um 2 Jungs und der eine ist so ein super Schauspieler und der andere ist so, ja, er weiß nicht wirklich, was er jetzt machen soll. Er hat zwar jetzt in die Schauspielrichtung eingeschlagen, aber er möchte irgendwie trotzdem noch weiterhin Mangaka sein. Und ja, er hat Izumi, dieser hier, hat anscheinend jetzt auch einen Stalker und darüber wird man wahrscheinlich dann im 7. Band mehr erfahren. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf den 7. Band. Aber ich fände es wirklich wieder ätzend, wenn wir jetzt wirklich wieder ein Jahr auf den nächsten Band warten müssten.
Dann mache ich weiter mit dem nächsten Verlag und zwar wäre das Egmont. Dort habe ich als erstes Kuroniko zeig's mir gelesen, auch wieder ein Yaoi. Kann ich auch wieder, hat Farbseiten, kann ich aber leider nicht zeigen. Das Ganze ist Kategorie Boys Love und empfohlen ab 16, kostet 7,50, also einer der etwas teureren Mangas. Es ist von der Kuroniko-Reihe und die Kuroniko-Reihe ist meiner Meinung nach einer der besten Boys Love-Reihen, die ich bisher gelesen habe. Sie hat irgendwie immer wirklich Story und ich finde auch den Zeichenstil sehr schön. Und allgemein hat er irgendwie, haben die Reihen immer alles, was man so in einem Boys Love Manga will. Und ja, ich finde einfach die Geschichten immer mit diesen Katzen immer so süß. Ja, dieses Mal war es aber ein Junge, also ein Mann und eine Katze, was auch etwas anders war, weil es davor ja immer zwei Katzen waren. Und es geht auch in diesem Band um ein anderes Liebespärchen, nicht wieder um die zwei, wie in den ersten zwei Bänden. Und dann habe ich noch gelesen von Egmont einmal Beast Boyfriend, Band 5. Fand ich wieder unglaublich gut. Beast Boyfriend ist einer auch meiner Lieblingsromanzenreihen, weil sie auch irgendwie immer was anderes hat. Es ist nicht immer der gleiche Ablauf. Und irgendwie mag ich dieses, dass er so das Beast ist, also dieser Bad Boy und sie so das süße Mädchen ist. Und ja, ich freue mich schon auf den 6. Band. Der erscheint, glaube ich, im Juni. Und ja, ich finde auch den Science total schön und freue mich da immer sofort, ihn zu lesen. Bei Romanze bin ich eigentlich immer so, ich lese das Ganze immer erst so, ja, nach wahrscheinlich einen Monat, nachdem ich es gekauft habe. Irgendwie bei Beast Boyfriend, das lese ich immer sofort, weil mich das einfach interessiert und weil es immer spannend bleibt. Was bei manchen Romanzereien ja nicht mehr so ist, dass es dann auch mal einen Teil gibt, wo es jetzt nicht so spannend ist. Und das Ganze ist Kategorie Romanze und kostet 7 Euro, auch einer der etwas teureren. Und dann habe ich mir noch ein Yaoi gekauft und zwar 101, keine Nummer unter diesem Anschluss. Das ist so ein, ja, auch einer der, hier der eine Farbseite. Und ja, fand ich ganz interessant. Ist jetzt kein weltbewegender Manga, der jetzt super ist, aber er war gut für ein Einzelband und ich empfehle ihn natürlich weiter, weil es einfach schon süß ist. Ich mag die Charaktere, vor allem ihn hier mag ich total, wie er probiert, ein guter Polizist zu werden und auch irgendwie die Karriereleiter aufzusteigen. Und er einfach, der eigentlich total viele Chancen hätte, super, wirklich so Kommissar werden könnte, Hauptkommissar. Aber irgendwie mag er seinen Job und möchte nicht unbedingt Karriere machen, was ich echt cool finde. Und ja, ich mag diese Charaktere. Und auch die Story, das Ganze ist empfohlen ab 16, kostet 7,50 und ist gerade Boys Love. Und dann mache ich weiter mit Carlson. Dort habe ich einmal weitergelesen eine Reihe, und zwar Ariadne Band 9 und 10. Ich kann mich nicht mehr wirklich gut an Ariadne Band 9 erinnern, da es schon wirklich lang her ist, dass ich den gelesen habe. Ich glaube, es war Anfang April. Hat auch hier wieder eine Farbseite. Auf jeden Fall finde ich die Reihe Ariadne wirklich gut. Aber so, also derzeit hat sie so eine, ja, so ein Loch irgendwie. Es geht nicht voran. Irgendwie kämpfen sie den ganzen Band nur. Und sowas finde ich einfach doof, wenn es in der Story nicht wirklich vorangeht und die ganze Zeit nur gekämpft wird. Das hatte ich auch dann das Gefühl beim 10. Das war für mich eigentlich nur noch Kampf. Und ja, so langsam verliert die Reihe irgendwie einen Reiz, obwohl ich sie doch noch liebe. Ich finde, Ariadne fand ich die ersten Bände unglaublich gut. Und ich hoffe, dass das wirklich wieder besser wird. Das ist, würde mich mega freuen, wenn das wirklich wieder spannender würde. Und hier hätten wir dann auch noch die Farbseite von ihr. Und das Ganze kostet 6,95, ist empfohlen ab 16 und Kategorie Action. Und bei Ariadne muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass diese Reihe viel zu wenig Leute kennen, dafür, dass sie wirklich so gut ist. Dann mache ich noch weiter mit dem letzten Band von Carlson, und zwar wäre das Attack on Titan Band 14. Attack on Titan kennen ja recht viele. Dieser Band hat ein Ende, was wirklich spannend ist, wo man echt denkt, oh je, was passiert jetzt? Da freue ich mich wirklich schon so unglaublich auf den nächsten Band. Der nächste Band erscheint ja dann wieder auch im Shuba. Und ja, zu Attack on Titan muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Das Ganze ist empfohlen ab 16, Kategorie Action, kostet 6,95. Und ich glaube, das kennt auch recht viele. Entweder in Anime- oder Manga-Form. Und das letzte ist mein einziger Band, den ich von Kase gelesen habe. Und zwar wäre das Tokyo Ghoul, Band 13. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Kase-Reihen, habe ich gemerkt. Ich glaube, derzeit habe ich 3 laufende Kase-Reihen, was echt wenig ist. Und deswegen wird es auch immer ein bisschen wenig Kase sein bei mir, weil ich einfach nicht so viele Reihen bei Kase habe, die mich jetzt interessieren. Aber Tokyo Ghoul, Band 13, fand ich sehr cool.
extremst viel Blut und Action. Also dieser Band ist eigentlich auch komplett nur Gekämpfe. Aber es stört mich nicht bei Tokyo Ghoul. Ich mag das eigentlich, obwohl ich sogar finde, dass es mir im Anime besser gefällt. Aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, dass sie einfach dieses Kämpfen im Anime, das ist einfach viel cooler dargestellt. Und das ist auch irgendwie fesselnder, als wenn man das im Manga liest. Und das Ganze kostet 96, Kategorie Action. Und ja, es hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube auch, dass damit jetzt mit dem 13. fast die erste Staffel beendet ist. Ich habe das Ganze nur mal ein bisschen durchgelesen am Ende und da fehlt ja irgendwie noch, also es fehlt ja noch ein Teil. Und ich denke, mit dem 14., vielleicht so in der Hälfte, wird dann die erste Staffel des Animes beendet sein und danach ist dann die zweite Staffel. Aber die Anime und der Manga unterscheiden sich ja. Und ja, ich freue. Oder nächstes die dritte Staffel des Animes. Entschuldigung, ich komme mit den ganzen Staffeln bei Attack on Titan. Bei Tokyo Ghoul nicht mehr ganz klar, wo denn da jetzt die erste, zweite und dritte, so viel ich weiß. Ja, ist alles ein bisschen verwirrend, weil die haben ja keine unterschiedlichen Namen, so viel ich weiß. Und ja, ich hoffe, das Ende war jetzt nicht so kompliziert. Ich war jetzt auch leicht verwirrt, habe ziemlich einen Krampf gelabert über Tokyo Ghoul. Aber ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Das ist mein Gelesen-Update für den Monat April und Mai. Und ja, es ist doch schon einiges. Wenn das Ganze jetzt ein Monat wäre, dann könnte ich sagen, so viel habe ich noch nie gelesen in einem Monat. Aber leider sind es ja 2 Monate. Also doch wieder etwas zu wenig für meinen Schandenstapel. Aber ich kriege ihn jetzt langsam wirklich runter, da ich jetzt auch endlich mal mit die Schneeprinzessin, also die rothaarige Schneeprinzessin, angefangen habe. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.